Guten Morgen, heute ist der 22.05.2023 und das wird Teil 27 der schärfsten Serie. In dem Teil 26, das ist einfach nur ein kleiner Motorradtrip, den ich durch die Community gemacht habe, damit Leute, die die Gegend nicht kennen, einfach mal sehen, wie das hier ausschaut und so. Und ich habe ein bisschen auf Deutsch und auf Englisch kommentiert während dem Fahren. Ob ihr das anschaut wollt, das bleibt euch ja überlassen. Auf jeden Fall in diesem, jetzt geht's wieder mit Stories weiter. Und in diesem Teil, da geht es darum, dass wir, ich war mit dem Billy an der Nordküste und habe den Chris Blackwell besucht in seinem Haus, das heißt Pantry Panda. Und Chris Blackwell, wer ihn nicht kennt, war der Producer von Island Records. Der hat, wie es heißt, Bob Marley entdeckt, hat U2 unter Vertrag gehabt, Grace Jones, Steve Winwood, Cat Stevens, auf jeden Fall noch viele andere. Gut, wir waren jetzt bei ihm und er hat uns sein wunderschönes Haus gezeigt und den Fluss, der in der Nähe ist, und es war alles sehr schön. Und wir haben ein bisschen gequatscht und er hat mir erzählt, dass er Schafsen sehr gut kennt, weil er früher, haben die immer da ihren Urlaub verbracht, die Familie. Also er ist mit seiner Mutter und haben die immer irgendwie Urlaub hier gehabt in einem Great House, das unten in Bluefields ist, das jetzt eigentlich seit Jahren leer steht. Und seine erste Freundin, die er hatte, kam von Schafsen. Also deswegen kennt er das Haus sehr gut. Na gut, auf jeden Fall haben wir dann so erzählt und dann ging es um unsere Hotels und er sagte, ja, er sagte, Frank, hey, es ist so, die einzigen Berghotels, weil er hat auch ein Berghotel, das heißt Strawberry Hill, also auf der Welt, die Geld machen, sind in Skiresorts. Und ich glaube, das hat gestimmt. Also ich glaube, das ist eben, deswegen ist es schwierig. Am Anfang hier, das war einfach, ja, ich habe halt so eine Form gehabt mit den jungen Leuten. Ich war günstig und es war halt einfach ein super Abenteuer und es ging so. Aber ja, wie gesagt, man wird auch älter und ich kann das nicht, ich hätte es nicht weitermachen können. Das war mir zu viel Stress. Hier immer 25 Leute hier haben und dieses ganze Tohuwabohu und so. Ich meine, es war ja wirklich sehr, war ja tolle Stimmung und alles und so, aber es war halt, ja, und dann, wenn du dann eben mehr und mehr Geld nimmst, dann, ja, weiß nicht, ja, für das Geld können wir aber was anderes machen, ja, aber die können nicht die gleiche Atmosphäre haben wie woanders, ja, die können, klar, die können in All-Inclusive gehen oder irgendwas, ja, aber was haben sie dann, naja, fressen sich voll an der Bar und an der Buffet und, naja, ich habe nochmal ein anderes, die All-Inclusives habe ich auch nochmal ein Thema dazu, da war ich mal, naja, jetzt will ich hier nicht zu weit abschweifen. Gut, auf jeden Fall back to the story. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich finde ja Strawberry Hill, das finde ich ja total toll. Und ich habe nur eine Kritik an Strawberry Hill. Und da sagte Chris, ja, was ist denn das? Und dann habe ich gesagt, ich erzähle dir folgende Geschichte und dann wirst du es verstehen. Ich hatte einen Gast, es war eine Mädel aus der Schweiz, die war extrem süß, es war wirklich ein ganz entzückendes Mädel. Und die war bei mir, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Mal, keine Ahnung. Und dann irgendwann ruft sie mich an und sagt, ja, diesmal ist sie mit ihren Eltern in Jamaika und die haben in Half Moon Hotel, das ist ein sehr teures Hotel, an der Nordküste gebucht und so. Und ob ich nicht mal vorbeischauen will, dann habe ich gesagt, klar, komme ich da vorbei.
Und dann bin ich da vorbeigekommen und sie hat mir ihren Eltern vorgestellt und der Vater, der sagte dann irgendwann, ey Frank, du wärst doch der ideale Mensch, um dass wir eine schöne Tour machen könnten um die Insel. Wir wollen ja nicht nur in diesem Resort stecken die ganze Zeit, wir wollen ja auch was sehen. Und dann habe ich gesagt, klar, super, würde ich gerne machen. Und dann hat er gesagt, ja, und wo sollen wir wollen eine Übernachtung irgendwo machen und wo soll das sein? Und dann habe ich gesagt, also ich würde vorschlagen, wir machen das im Strawberry Hill Hotel. Ja. Und fanden sie alle eine gute Idee. Also haben wir das dann gemacht. Und dann haben wir unsere Tour gemacht, hatten eine wunderschöne Zeit. Ich habe ihnen alles gezeigt. Alles toll. Und dann sind wir zum Strawberry Hill hochgegangen und haben da schön gegessen. Und beziehungsweise erst wenn man eingecheckt und ich meine, die Zimmer da oben sind nicht ganz billig. Ich glaube, da zu der Zeit war es ungefähr $500 für ein Zimmer. Und jetzt wäre es natürlich gewesen, jetzt hätten wir 3 Zimmer gebraucht. Ja. Und auch ein Wirtschaftsprofessor, beziehungsweise vielleicht gerade ein Wirtschaftsprofessor, der mag natürlich auch nicht unnötig Geld ausgeben. Und seine Tochter hat dann eben, als sie hat dann gesagt, hey, wir können doch zusammen ein Zimmer nehmen und dann brauchen wir nicht 3 Zimmer, sondern brauchen wir bloß 2 Zimmer. Und so. Okay, alles klar, da haben wir eben 2 Zimmer genommen. Und dann haben wir schön zu Abend gegessen, war alles wunderschön mit dem Blick über Kingston, ganz tolles Hotel. Und ja, und dann irgendwann ging es halt ins Bett. Und ja, es hat sich halt irgendwie was ergeben dann zwischen mir und ihr. Und sie war extrem laut. Und ja, mir war das natürlich dann irgendwie, ich hab immer gedacht, oh, war mir schon so ein bisschen peinlich und so, aber naja, es war halt wie es war. Naja, beim Frühstück war dann die Stimmung so ein bisschen. Aber ich muss sagen, er hat's, also die Eltern haben es relativ locker gepackt und wir hatten dann auch noch eine gute Zeit bis zum Schluss. Aber es war dann doch ein bisschen so eine peinliche, so ein bisschen eine frühstückspeinliche Situation. Naja, gut, das war jetzt die Geschichte vom Strawberry Hill und von meiner Rundfahrt. Und es kommen noch ein paar super Geschichten hoch. Ich bin jetzt froh, dass jetzt langsam die Leute anfangen zu kommentieren unter meinen Videos. Der Sean, von dem ich das Boot gekauft habe, der hat kommentiert. Das fand ich sehr nett von ihm. Und ja, und Leute, die schon mal hier waren, kommentiert doch mal ein bisschen. Und vor allen Dingen subscribe. Ja, Leute, ich will 1000 Subscriber erreichen. Das ist mein Ziel. Ich habe jetzt, glaube ich, über 50. Bin ja auch erst seit 3 Wochen dabei. Also ich glaube, das ist schon realistisch, dass ich das erreichen kann. Aber helft mir, tut die Videos einfach an Freunde weiterleiten und sagen, hey, guck mal, ich war in Jamaika in so einem crazy, crazy Ding und der Typ macht jetzt so Videos drüber. Schaut es euch mal an, sind zum Teil ganz lustig und irgendwie so. Ja, teilt es einfach weiter an Freunde, an Leute, tut es in euer WhatsApp-Status. Helft mir damit, ja. Kostet euch keinen Pfennig. Und wenn ihr 5 € übrig habt, dann könnt ihr es mir auch schicken, weil ich momentan wirklich ziemlich knapp bei Kasse bin. Es wird alles besser werden, wenn ich erstmal ein Stück Land verkauft habe und so. Dann wird alles wieder gut. Aber bis jetzt ist es halt gerade so eine, ja, nach Covid alles mosh ab. Gut, wir sehen uns im nächsten Video. Also mein PayPal ist coolescam@gmail.com und wie gesagt, kommentiert, like und subscribe, das wäre das Allerwichtigste. Und wir sehen uns im nächsten Video mit nächsten Wicked Story. Ich habe noch so viele geile Stories. Okay, viel Spaß und bis morgen. Ciao, ciao.